Hallöchen, in diesem Video soll es mal darum gehen, warum Helldivers 2 so erfolgreich ist, wie es im Moment ist, warum so ein Live-Service-Spiel aussehen sollte und warum Helldivers 2, unabhängig davon, ob euch das Gameplay davon gefällt oder nicht, ein leuchtendes Beispiel sein sollte für viele Game-Developer, wie man in der heutigen Zeit ein Spiel machen sollte, damit Leute ohne schlechtes Gewissen Geld ausgeben. Zuallererst ist das Spiel eigentlich vergleichsweise günstig. Ihr zahlt dafür bei Steam 39,99, sagen wir 40 Euro. Könnt es natürlich auf etwaigen Key-Seiten noch ein bisschen günstiger schießen. Aber im Prinzip ist das fast die Hälfte von dem, was sogenannte AAA-Game-Developer heute für ihre unfertigen Spiele verlangen. Schon alleine der Aspekt sollte vielen zu denken geben, warum eines der erfolgreichsten Spiele im Moment so günstig ist. Und dieses einigermaßen günstige Konzept zieht sich auch weiter in dem Spiel. Und da kommen wir kurz zum In-Game-Shop. Denn auch hier sind Dinge eigentlich vergleichsweise günstig. Wenn ihr euch eine neue Rüstung oder einen neuen Helm kaufen wollt, was ihr nicht müsst, denn sie bieten keine Vorteile im Vergleich zu den anderen Rüstungen, die man sich in-game erspielen kann, kosten diese vergleichsweise wenig. Ich habe das mal ausgerechnet anhand von einem günstigen Helm, den es im Shop gibt, der kostet dann 125 über Credits, also die In-Game-Währung. Und das sind roundabout 1,20 Euro. Eine Rüstung, je nachdem welche, die günstigste so 2 Euro, die teure ungefähr 4 Euro. Und wie gesagt, die muss man nicht kaufen, die kann man kaufen. Wenn einem das Design gefällt oder die Features, die die Rüstung hat, kann man dies tun. Und ich habe mich ehrlich gesagt schon immer gefragt, warum andere Vertreter in der Game-Branche ihre Dinge so teuer machen. Das wird natürlich einen Grund haben, die werden sich das durchgerechnet haben und gesehen haben, ja, das lohnt sich. Aber ich habe hier mal ein Beispiel rausgesucht vom ominösen Diablo 4, was ja aufgrund von ihren In-Game-Shop- und Battle-Pass-Praktiken sehr stark in der Kritik stand. Da gebt ihr einfach mal für ein Portal-Skin Bundle, ja, die Portale haben dann eine andere Farbe in-game, $30 aus, beziehungsweise 29,99. Ihr kriegt dann natürlich noch 1000 Platin dazu, das ist allerdings auch die In-Game-Währung, das heißt, auch das Geld wird natürlich im Shop gelassen. Und das ist meiner Meinung nach kein Vergleich zu den 1 bis 4 Euro, die ihr im Shop von Helldivers 2 lassen könnt. Dazu kommt noch, dass heutige Spieleentwickler natürlich stark mit diesem FOMO-Gedanken spielen. Das ist zum Beispiel, wie ich finde, sehr präsent in den ganzen Call of Duty-Teilen. Wir sehen da ja regelmäßig, dass die Waffen, die zum Beispiel als Blueprint zu haben sind, beziehungsweise im Battle Pass zu erspielen sind, zufällig die absoluten overpowerten Superwaffen sind, die man auf keinen Fall verpassen darf, weil der Battle Pass ja irgendwann endet oder der Blueprint nicht mehr zu haben ist. Das ist diese Herangehensweise, dieser Gedanke von Fear of Missing Out, sodass man sich als Spieler immer irgendwie unter Druck gesetzt fühlt, dass man diese Waffe auf jeden Fall braucht, weil man sonst ja nicht mit den anderen mithalten kann. Diesen Gedanken bzw. diesen Druck gibt's in Helldivers 2 einfach nicht. Wir haben einen Battle Pass, der völlig umsonst ist, den man durchspielen kann. Und wir haben einen Premium Battle Pass. Den kann man sich für 10 Euro kaufen, wenn man es möchte. Allerdings kann man sich auch dem Grind hingeben, der jetzt, um ehrlich zu sein, nicht besonders lang ist, um genug In-Game Currency zu erspielen, damit man sich diesen auch kaufen kann. Dazu kommt halt, dass diese Battle Pässe nicht ablaufen. Das heißt, ihr könnt auch anscheinend in einem Jahr in das Spiel reingehen und genau dieselben Items freischalten, wie es jetzt der Fall ist. Wie sich diese Geschichte weiterentwickelt mit neuen Battle Pässen und wie das dann in einem Jahr tatsächlich aussieht, das kann man natürlich jetzt noch nicht voraussehen. Im Moment sieht es nur so aus, dass sich dieser Gedanke von FOMO nicht wirklich manifestiert in Helldivers 2. Um fair zu sein, es gibt einen In-Game-Shop, in dem die Items, ich glaube, alle 48 Stunden, wenn ich richtig informiert bin, wechseln. Hier haben wir die Gedanken schon ein bisschen. Der Fairness halber will ich das nur erwähnt haben. Man weiß nicht, wann diese Rüstungen, die man da kaufen kann, wiederkommen. Also hier haben wir das schon ein wenig. Das aber nur als Randnotiz, um das erwähnt zu haben. Aber auch hier, wie gesagt, kostet eine Rüstung dann nicht annähernd so viel, wie das in anderen Spielen der Fall ist. Genauso gibt es in Helldivers 2 nicht dieses Pay-to-Progress-Ding. Das heißt, dass ihr euch in Helldivers 2 nicht für In-Game-Currency zum Beispiel Tier-Skips kaufen könnt, sodass ihr einfach Schritte oder Stufen in den Battle Pass überspringen könnt. Das geht hier auch nicht. Ihr müsst euch wirklich alles erspielen mit den sogenannten Medaillen, die ihr in-game findet, wobei das relativ wenig sind. Aber vor allem bekommt ihr sie, wenn ihr Missionen erfüllt und möglichst viele von den Nebenzielen etc. erfüllt in diesen Missionen. So arbeitet ihr euch durch die Seiten in dem Battle Pass und könnt euch da relativ gut und schnell neue Waffen, neue Emojis etc. erspielen. Auch hier muss man sagen, dass der Grind nicht besonders lang und ausgiebig ist. Ihr habt immer was zu tun. Es ist
wie ich finde, ganz gut gebalanced zwischen Ingame-Zeit, die man braucht, um sich das zu erspielen, und Progress im Battle Pass. Es wird also nicht langweilig, was das angeht. Es ist aber auch nicht unendlich in die Länge gezogen, so wie das auch gerne mal in anderen Spielen ist, damit halt genau diese Pay-to-Progress-Mechaniken auch ziehen und die Leute sich denken, oh, das dauert so lange, bis ich die neue Superwaffe habe. Also skippe ich lieber ein paar Stufen von dem Battle Pass für ein bisschen Kohle, um dann den Vorteil gegenüber anderen Spielern früher zu haben. Kommen wir aber mal zum Gameplay. Das ist ja der Kern der Sache, warum man so ein Spiel kauft, warum man so ein Spiel liebt und warum man es im Endeffekt dann lange spielt, was ja auch wichtig ist für so eine Live-Service-Geschichte. Denn Helldivers 2 ist natürlich vom Gameplay her und von den ganzen Mechaniken, die da drin verbaut sind, auf Live-Service ausgelegt, beziehungsweise dafür gedacht, dass Spieler lange dabei bleiben und es spielen. Hier ist natürlich klar, dass einem erstmal der Gameplay-Loop von dem Spiel gefallen muss, um es zu feiern. Das ist wie in allen anderen Spielen auch. Wenn einem zum Beispiel ein Eroberungsmodus in Battlefield nicht gefällt oder die grundsätzliche Art, wie so eine Runde abläuft, dann ist das Spiel eben nichts für einen. Und da kann man jetzt nicht erwarten, dass sich das Spiel irgendwie grundsätzlich ändert über die Zeit, damit es einem dann doch irgendwann gefällt. Ihr geht in Helldivers auf eine Mission, die ihr erfüllen müsst. Es gibt Gegner, die euch daran hindern wollen. Die macht ihr alle fertig. Es sei denn, ihr spielt auf einer höheren Stufe, dann ist das schon mal ein bisschen anders. Dazu komme ich aber gleich. Und dann geht ihr wieder raus, habt die Mission erfüllt, bekommt eure Belohnung dafür. Und im Prinzip ist das der Gameplay-Loop. Wenn einem das grundsätzlich nicht zusagt, dann ist natürlich das Spiel nichts für euch. Das wollte ich nur mal aus dem Weg schaffen. Und alles andere baut jetzt darauf auf, dass euch eben das packt und dass ihr Lust auf diesen Gameplay-Loop habt. Wenn dem so ist, finde ich, ist das Spiel einfach mega gut konzipiert. Es baut alles aufeinander auf, es greift alles ineinander und Feinheiten vom Gameplay entwickeln sich halt auch mit steigenden Schwierigkeitsstufen. Denn das ist für mich ein Kern von diesem Spiel und von der Motivation hinter diesem Spiel, dass man da weiterspielen will, dass man auch Missionen immer in höheren Schwierigkeitsgraden versucht zu meistern, um dann auch bessere Belohnungen zu kriegen, logischerweise. Und das ist ein fast schon geniales Konzept in Helldivers 2, wie ich finde, wie das ineinander greift und aufeinander aufbaut. Am Anfang geht ihr in das Spiel, seid relativ unwissend und dann wirkt es auf der Oberfläche erstmal wie ein, seien wir ehrlich, relativ flaches Ballerspiel, was definitiv Spaß macht, wenn einem das gefällt. Aber so macht es erstmal den Anschein. Horden von Bugs kommen auf euch zugelaufen und ihr macht die einfach alle fertig, extrahiert und das war's dann. Dazu habt ihr noch schöne Orbitalschläge, die eine riesen Explosion machen oder halt gleichzeitig einfach 20 von den Bugs ausschalten, was dann eine gewisse Befriedigung gibt natürlich und diesen Wow-Faktor hat. Dann merkt man aber, wenn man die höheren Schwierigkeitsstufen von dem Spiel freischaltet und die probiert, dass sich das Gameplay doch schon ein bisschen ändert. Klar, wie gesagt, die grundlegende Struktur der Gameplay-Loop bleibt der gleiche, allerdings muss man dann ganz anders rangehen. Für die höheren Schwierigkeitsstufen braucht ihr dann die besseren sogenannten Stratagems, also die einsetzbaren Orbitalschläge oder auch anforderbaren Luftschläge etc., um das zu meistern. In diesen Schwierigkeitsstufen wird dann auch Teamplay einfach immer wichtiger. So braucht ihr zum Beispiel irgendwas wie einen Granatwerfer, den ich zum Beispiel sehr geil finde, um Gruppen von kleineren Gegnern niederzuhalten und schnell auszuschalten. Gleichzeitig braucht man aber auch zum Beispiel eine Autokanone oder eine Railgun am Ende, um die richtig fiesen großen Gegner schnell auszuschalten. Das heißt, man muss ja auch innerhalb des Teams absprechen, wer was wie mitnimmt, um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein. Seien es Türme, wo auch wieder zum Beispiel eine Gatling-Gun gegen kleinere Gegner besser ist als eine Autokanone, die dann wieder größere Gegner besser ausschalten kann. So erhält das einen ganz anderen taktischen Hintergrund auf höheren Schwierigkeitsgraden und das Spiel entwickelt sich, was das Gameplay angeht, massiv, wie ich finde. Und deswegen wird das Spiel immer interessanter auf höheren Schwierigkeitsstufen und entfaltet dann irgendwie erst so sein richtiges Potenzial. Deswegen ist es, wie ich finde, schwierig, wenn man das Spiel ein, zwei Stunden spielt und dann meint, dass es nichts für einen sei, weil es ja relativ schnell langweilig wird. Und da muss ich für meinen Teil sagen, ich finde genau das Gegenteil ist der Fall. Ich finde, je länger man das Spiel spielt, desto interessanter und facettenreicher wird das Ganze. Und erst nach 20, 30 Stunden Ingame-Spielzeit öffnet sich das Spiel für mich so richtig. Aber wie gesagt, wenn man am Anfang merkt, dass einem der grundlegende Gameplay-Loop von dem Spiel einfach nicht gefällt, dann ist es so und dann ist es einfach nichts für einen. Das kann natürlich sein. Ein anderer Aspekt von dieser Spielmechanik bzw. der Aufbau dieses Spiels ist halt der Spaß an diesem Grind, Sachen freizuschalten, auf die neue Schwierigkeitsstufe zu kommen, um damit wieder neue Sachen freizuschalten. Denn nur auf höheren Schwierigkeitsstufen bekommt ihr die sogenannten Proben, die Samples, die in mehrere Kategorien aufgeteilt sind, die ihr dann braucht, um zum Beispiel euer Mutterschiff aufzuwerten, damit ihr dann Artillerieschläge schneller anfordern könnt oder dass sie mehr Schaden, einen größeren Sprengradius haben, dass sich Flugzeuge, also Bomben,
Bombing Runs schneller anfordern lassen, etc. pp. Was dann wieder wichtig ist für höhere Schwierigkeitsstufen, damit ihr dann noch mehr an eurem Schiff verbessern könnt. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wie eingangs von dem Gameplay-Part hier schon gesagt, dass alles einfach so schlüssig ineinander greift und aufeinander aufbaut, dass es einfach genial gemacht ist, meiner Meinung nach. Was dann wieder dazu beiträgt, dass man das Spiel einfach jeden Tag spielen möchte, weil man einfach weiterkommen will. Um das zusammenzufassen, am Anfang ein irgendwie sinnloses und flaches Geballer augenscheinlich, was auch sehr viel Spaß machen kann, keine Frage. Aber das Spiel entwickelt sich definitiv in eine sehr positive Richtung, wie ich finde, je weiter man kommt und je höher der Schwierigkeitsgrad ist. Man kann also in seinem Team am Ende richtig detailverliebt aussuchen, wer was mitnimmt und wessen Spielstil zu welchen Dingen passt. In den ersten Missionen ist das eher, wir machen einfach alles nieder, was uns entgegenkommt. Und dann auf den wirklich hohen Schwierigkeitsgraden ist es tatsächlich so, dass man irgendwann auch nicht mehr alles töten und erledigen kann in den Missionen. Dann ist es oft so, dass man irgendwie einfach durchkommen möchte durch die Mission, die irgendwie abschließt. Und am Ende ist es auch nicht selten so, dass das Extraction-Schiff, also das Schiff, was einen dann rausbringt aus der Mission, komplett überrannt wird von Bugs und man einfach nur noch irgendwie versucht, in diese Luke zu hechten, damit man da wegkommt. Das meine ich mit, dieses Gameplay entwickelt sich einfach im Laufe der Schwierigkeitsgrade sehr und ist am Anfang nicht mehr das, was es dann später ist. Was einem definitiv auch gefallen muss, um dieses Spiel zu mögen, ist die Aufmachung, ist dieser Starship Trooper-mäßige Humor, der dem Ganzen zugrunde liegt, diese übertrieben satirische Sicht auf Patriotismus und das Verbreiten von Demokratie und Freiheit. Jeder, der das Spiel gesehen hat oder auch nur das Intro bzw. das Tutorial gespielt hat, weiß mit Sicherheit, was ich meine. Und das mag der ein oder andere vielleicht sogar ein bisschen zu ernst nehmen. Denn genau wie bei Starship Troopers habe ich das Gefühl, dass manche nicht so ganz darauf klarkommen, dass das eigentlich eine Satire ist und nicht ernst gemeint. Was ich damit sagen will, ist, dass in Starship Troopers zum Beispiel die Menschen nicht unbedingt die Guten sind. Im Prinzip kann man hier ganz gut rausfiltern, wer anfällig für Propaganda ist und wer nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bugs auf den Bug-Planeten den Krieg angefangen haben und die Menschen angegriffen haben als erstes. Das ist das, was ich damit sagen will. Aber nichtsdestotrotz, die Aufmachung zieht einen einfach in seinen Bann. Und das ist natürlich ein großer Teil davon, ob einem dieses Spiel auch irgendwie gefällt oder nicht. Und auch hier passt das alles zusammen und ineinander und wir verbreiten zusammen Demokratie im Universum. Dann kommen wir zu einem weiteren Punkt, der sich dem irgendwie anschließt, der wieder in dieses Gesamtpaket perfekt reingreift. Und das ist der Live-Service. Hier können sich definitiv andere Developer eine große Scheibe abschneiden, so wie in Helldivers 2 sollte das Live-Service aussehen, wenn ihr mich fragt. Das ganze Spiel ist so angelegt, dass wir als Community, also alle Helldivers sozusagen an einem Strang ziehen und diesen großen intergalaktischen Krieg führen. So müssen wir zusammen Planeten befreien und auch Verteidigungsmissionen ausführen, wenn zum Beispiel die Roboter irgendeinen Planeten angreifen. Dann muss dieser Planet verteidigt werden und dann haben gefälligst alle Helldivers dorthin zu springen. Das Ganze findet in Realtime statt. Das heißt, jede kleine Mission, die ihr mit euren Freunden ausführt, trägt dazu bei, dass dieser Planet verteidigt oder befreit wird. Das ist sicher keine komplett neue Idee. Könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was euch für Spiele da einfallen, wo das genauso war. Allerdings ist die Umsetzung hier einfach wirklich genial. Sie benutzen halt auch moderne Social-Media-Mittel, wie zum Beispiel gibt es einen TikTok-Kanal, wo solche Angriffe auf Planeten wie in der Nachrichtenshow verpackt angekündigt werden. Und dann weiß halt jeder, okay, jetzt müssen wir zu dem und dem Planeten, weil der wird gerade angegriffen. Was natürlich auch geil für so einen Community-Gedanken ist, dass man sich in eurem Team gegenseitig sagt, ey, das und das wird angegriffen, da müssen wir jetzt auf jeden Fall Missionen spielen, damit der Planet verteidigt wird. Galactic War Update, emergency alert. Mort has just come under attack by the automatons. All available Helldivers are being requested to defend the planet if possible. Losing Mort opens the doors for the bots to gain access to another sector and more of our territory. Choose your battles wisely. Stay tuned for more Galactic War Updates. Also die grundlegende Struktur, wie dieses Spiel aufgemacht ist, beziehungsweise wie dieser Live-Service gedacht ist, ist einfach genial, wie ich finde. Und das hält natürlich auch die Spieler bei der Stange, die sich davon irgendwie catchen lassen, was wiederum gut ist, damit halt eine Playerbase entsteht, beziehungsweise auch gehalten wird über eine lange Zeit. Wenn sie dieses Konzept weiter so verfolgen und interessant halten, was neuen Content angeht, ist das wirklich die perfekte Basis für ein richtig gutes Spiel, was lange aktuell bleiben kann.
Aber das bringt natürlich auch Probleme mit sich, was wir jetzt beim Launch in den ersten Wochen bei Helldivers 2 gesehen haben. Die Serverprobleme, die wahrscheinlich jeder, der es gespielt hat, beziehungsweise ich bin mir sicher, dass es jeder erlebt hat, der das Spiel gespielt hat am Anfang. Man kam einfach nicht auf die Server, die waren hoffnungslos überlastet und das ließ sich auch nicht so ganz leicht fixen. Das Problem bei so einem Live-Service ist nämlich, das läuft alles in Realtime ab. Das heißt, da greifen ganz viele Rädchen ineinander. Es ist also nicht so einfach wie, wir kaufen mal ein paar mehr Server und dann können alle Spieler das Spiel spielen, die es spielen wollen. Das war sicher nicht einfach, das zu lösen. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass sie für das Spiel maximal 150.000 Spieler erwartet haben, es aber dann am Ende über 400.000 waren. Das heißt, das ist einfach mal knapp das Dreifache an Serverkapazität bzw. auch Kommunikationskapazität zwischen den Servern und Spielern, die da mal eben in kurzer Zeit geschaffen werden mussten. Und man darf nicht vergessen, dass Arrowhead, also der Entwickler von dem Spiel, das sind einfach nur 100 Leute. Und davon, wie ich gehört habe, sind 4 für diese ganze IT-Server-Geschichte verantwortlich. Also, die hatten bestimmt ordentlich zu tun in den letzten Wochen. Auf jeden Fall haben sie die Serverkapazität in kürzester Zeit auf 360.000 erhöht. Die waren allerdings auch komplett überlastet und voll. Innerhalb von 5 Minuten, nachdem die Server wieder hochgefahren wurden, waren diese 360.000 Plätze auch wieder voll. Dann wurde das auf 450.000 erhöht. Und jetzt die neueste Zahl ist, dass 800.000 Leute das Spiel gleichzeitig spielen können, wenn sie denn wollen. Und auch hier Props an das Studio, dass das in so kurzer Zeit ermöglicht wurde. Viele Leute haben gemeckert, dass das natürlich viel schneller gehen müsste, aber genauso wenig wie ich wisst ihr, glaube ich, was das für ein Riesenaufwand ist, sowas auf die Beine zu stellen bzw. umzustellen. Und es hat einfach niemand erwartet, dass das Spiel so ein Mega-Erfolg wird und deswegen hat das halt ein bisschen gedauert. Wenn wir uns nämlich mal die Spielerzahlen anschauen wollen, dann hat das Spiel einfach ein All-Time-Peak im Moment gehabt von 458.000 Spielern. Das sind einfach mal schlappe 90.000 mehr als GTA 5 jemals hatte gleichzeitig. Anzumerken ist natürlich, dass ich jetzt hier von Steam-Spielerzahlen rede. Da kommen natürlich noch PlayStation etc. mit dazu. Aber eine Vergleichbarkeit gibt es hier trotzdem. Und jeder hat GTA 5 gespielt. Vielleicht nicht gleichzeitig, aber nur um das Ganze mal einzuordnen, was für ein Erfolg dieses Spiel ist und warum dieses kleine Studio vielleicht nicht ganz mit diesem Ansturm von Spielern gerechnet hat. Noch als Vergleich habe ich hier Apex Legends zum Beispiel reingetan. Das ist ein Free-to-Play-Titel. Das heißt, das kann jeder einfach so spielen, der es spielen möchte. Die hatten dann im All-Time-Peak nochmal ein Drittel mehr ungefähr. Nur um das Ganze mal einzuordnen. Call of Duty zum Beispiel hat ungefähr die gleichen Spielerzahlen, wobei das natürlich jetzt stark nachgelassen hat in letzter Zeit. Da muss man natürlich beobachten, wie sich das bei Helldivers 2 weiter verhält über die nächsten Monate. Und Diablo dagegen, nur um das mal noch als Vergleich zu stellen, weil ich eben den Ingame-Shop von Diablo so wohlwollend präsentiert habe. Die hatten einen All-Time-Peak von 28.000 auf Steam, wobei das natürlich über Battle.net läuft, das darf man nicht vergessen. Das nur mal so, um da eine grobe Einordnung zu haben, wie massiv erfolgreich dieses Spiel tatsächlich ist bei einem Studio von 100 Leuten. Dazu muss man auch sagen, dass die Transparenz von dem Studio einfach eine ganz andere ist wie bei anderen Spieleherstellern. Hier wurde einfach ganz eindeutig kommuniziert, damit haben wir nicht gerechnet. Es tut uns leid, wir arbeiten mit Hochdruck dran, dass das besser wird. Und das ist auch eine Sache, wo man einfach mal applaudieren kann. Sowas macht nicht jedes Studio bzw. jeder Entwickler. Zusammenfassend möchte ich sagen, das Spiel ist einfach ein geniales Gesamtpaket. Sowas gab es lange nicht in der Gaming-Welt und das kann wirklich ein leuchtendes Beispiel dafür sein, dass das alles wieder ein bisschen besser wird. Denn man sieht ja, das hat Erfolg, so wie das Spiel ist. Ihr habt einen relativ geringen Einstiegspreis für die Qualität des Spiels, wie ihr sie habt. Ihr habt einen Ingame-Shop, der einfach Geld verdienen muss, weil Live-Service einfach teuer ist und man weiter dran entwickeln muss. Und man muss so einen Entwickler einfach unterstützen. Viele Leute meinen, dass das einfach Quatsch ist, dass man ein Spiel kauft und dann ist es fertig. Das ist so eine verstaubte alte Sichtweise, wie Spiele heutzutage funktionieren und auch monetär funktionieren müssen, damit du so einen Live-Service aufrechterhalten kannst. Weil wenn die Leute einmal das Spiel kaufen und dann überhaupt kein Geld mehr reinkommt, so funktioniert das heute leider nicht mehr, so wie das früher war. Deswegen werde ich mir auch hier und da mit Sicherheit mal noch eine Rüstung kaufen, weil es auch nicht viel kostet und ich möchte, dass dieses Spiel funktioniert und ein Erfolg ist, damit dieses Konzept Schule macht bei vielen, vielen, vielen Entwicklern. Wer das nicht will, braucht das auch nicht. Das ist ja das Gute an der Sache.
verpasst dadurch nicht viel. Ihr könnt das Spiel ganz genauso spielen, wie es vorher ist. Und das gibt auch so eine Symbiose zwischen den Spielern. Das heißt, es gibt immer eine Playerbase von Spielern, mit denen ihr spielen könnt. Auch für die Leute, die dann gerne mal hier und da ein bisschen Kohle ausgeben. Genauso für die Leute, die halt keine Kohle ausgeben wollen zusätzlich. Dieses Zusammenspiel aus Atmosphäre von dem Spiel, dem Gameplay, dem Humor und dem Grind zum Freispielen bringt einfach, wie gesagt, sehr, sehr, sehr viel Spaß und ist einfach in sich schlüssig. Der ganze Live-Service mit diesem intergalaktischen Krieg und den Game Mastern, die da eingreifen können in die Schlachten und das ganze Balancen, damit das auch spannend bleibt, bietet einfach eine absolut fantastische Grundlage, um dieses Spiel noch lange zu supporten und da noch sehr viel Content reinzubringen. Denn das ist das Wichtige jetzt, dass sie hier einfach mit Content kommen, um das Spiel interessant zu halten. Ich habe schon gesehen, demnächst wird es wohl Kampfroboter, also Mechs geben und Fahrzeuge. Wie das gebalanced ist, muss man mal sehen. Denn wenn die natürlich zu stark sind und dieses Spiel wieder zu einfach machen, ist das auch wieder nichts. Dann gibt es auf der Karte des Universums, beziehungsweise dieses kleinen Teilbereichs, wo wir unseren Krieg führen, noch massig Platz für neue Fraktionen, die dann noch dazukommen können. Da bin ich mir auch sehr, sehr sicher, dass da noch irgendwas kommen wird. Im Original Helldivers, wer es weiß, gab es noch eine andere Fraktion, die es hier noch gar nicht gegeben hat in Helldivers 2. Das heißt, da wird sicher auch noch was kommen. Und ich bin da, muss ich sagen, sehr gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Schon alleine deshalb werde ich definitiv dabei bleiben und auch mit Sicherheit mehr Videos dazu machen. Schreibt mir auf jeden Fall mal bitte eure Gedanken dazu in die Kommentare, wie ihr zum Beispiel zu Live-Service, zu In-Game-Shops steht, ob ihr mal eine Rüstung kauft oder ob ihr das kategorisch ablehnt, weil ihr denkt, dass man Entwickler nicht supporten muss, sondern dass das alles abgegolten ist mit dem Spiel, das man kauft. Da sind alle Meinungen willkommen, denn wir sind ja hier, um zu informieren und zu diskutieren und zu gucken, wer da welche Meinung vertritt und welche da vielleicht die Nase vorn hat. Denn ich glaube, der Erfolg von Helldivers 2 gibt ihnen recht und das muss einfach in der Entwicklerwelt Schule machen und das muss einfach erfolgreich bleiben, damit auch andere große Studios sehen, okay, wir müssen ein fertiges Spiel abliefern, was von Grund auf funktioniert, damit dann auch ein Live-Service funktionieren kann und damit dann auch über lange Zeit Spieler bei dem Spiel bleiben, es supporten und uns auch vielleicht ein bisschen Geld extra geben, denn ich finde, man kann das ganz gut mit Trinkgeld in einem Restaurant vergleichen. Klar, ihr habt euer Essen bekommen, es hat gut geschmeckt. Wenn euch das Gesamtpaket und der Service und alles weitere gefällt, seid ihr vielleicht auch bereit, noch ein bisschen was extra draufzulegen, damit das funktioniert. Nichts anderes ist es zum Beispiel bei Content Creator. Ich versuche zum Beispiel ein so gutes Produkt, in dem Falle Videos und Unterhaltung durch Livestreams etc. zu bieten, damit Leute freiwillig denken, okay, der hat mich jetzt, was weiß ich, über Wochen oder Monate so gut unterhalten, dem gebe ich mal ein bisschen Kohle. Nicht, weil ich es muss, sondern was ich es will. Denn das ist ein riesengroßer Unterschied, wie ich finde. In dem Sinne, wenn ihr weiter informiert bleiben wollt über Helldivers oder Livestreams genießen wollt, lasst auf jeden Fall mal ein Abo da, zeigt den Daumen hoch, damit der Algorithmus von YouTube merkt, okay, das Video muss ich weiter verbreiten. Dann gibt es auch ein bisschen Werbeeinnahmen und das hilft wieder dem Kanal. So ehrlich und transparent muss man ja mal sein. Des Weiteren gibt es natürlich auch TikTok und Twitch, da könnt ihr auch mal gerne ein Follow dalassen. Schreibt eure Meinung, wie gesagt, in die Kommentare. Ich bin gespannt, es zu lesen und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal dann. Tschüss!